mein Teamkamerad. Freut mich. Also wir beide sind das allerbeste Team natürlich, denn wir haben den besten Teamnamen, und zwar die Fischerinnen vom Bodensee. Es ist einfach nur wunderschön. Die Fischerin vom Bodensee ist eine schöne Matjoche. Ja. Wir werden das beste Zimmer machen. Nennen wir sind wir bei einem Room-Makeover-Duell. Habt ihr überhaupt eine Chance gegen das andere Team? Also, ich glaube, das ist ja wirklich keine Frage. Das müssen wir nicht mal beantworten. Wer von euch beiden ist der Boss? Definitiv. Ich. Nein. Also, ich glaube, die Fischerinnen vom Bodensee sind sehr kooperative Menschen. Ja. Und wir, der eine zieht das Netz raus. Genau, der andere legt den Köder. Was sind eure Qualitäten? Wir können gut fischen. Das braucht man bei einem Room-Makeover. Der Barsch. Meine Qualität ist ja eher der Barsch. Moritz ist dann eher so beim Hecht. Ich fange eher dabei. Den, warte, wie heißt der nochmal? Übers große Schmarrn. Über Meer kommt ein alter Hecht. Warum seid ihr das bessere Team? Wir haben ein gutes Raumverständnis. Natürlich. Wir wissen, wo gewisse Objekte in den Raum platziert werden können, damit sie ein gutes Bild machen. Welche Rolle übernehmt ihr? Okay, also ich glaube, ich bin so ein bisschen mehr für diese Witze so zuständig. Also mein Ziel ist es, irgendwie den optischen Provokateur in den Menschen hervorzuheben. Genau. Aber natürlich fangen wir jetzt schon an, euch zu beweisen, dass wir sowieso die Besten sind in 3 Handwerker-Challenges. Also seid gespannt und lernt. Die Fischerinnen vom Bodensee werden jetzt die Challenges machen. Antreten. Okay, Leute, ich würde sagen, unsere erste Challenge steht bevor. Wir müssen diesen Nagel mit einem Schlag komplett in das Ding reinhauen. Beziehungsweise, ja, so tief wie möglich. Wer dann nachher am tiefsten drin ist, der hat natürlich gewonnen. Und, ein Anfänger würde jetzt natürlich erstmal den Hammer ansetzen und diesen Nagel einfach ohne irgendeinen Kompromiss versuchen reinzuhauen. Wir aber sind natürlich keine Anfänger. Natürlich nicht. Und am Köpfchen. Jetzt pass auf, meine Damen und Herren. Magnetisch haltbar. Ja, magnetisch haltbar. Traust du mir? Ich vertraue dir, Bruder. Wir sind die Fischerin vom Bodensee. Vom Bodensee und wir schaffen das. Los! Du sagst nichts dazu. No comment von Augusto. Also, das war natürlich jetzt gerade nicht. Ist natürlich wir nicht wollen passiert. Euch zeigen, wie man das nicht genau, macht. Genau, man muss ja immer, bevor man es macht, einmal zeigen, wie man es nicht macht. Naja, machen wir es doch auf die andere Methode. Ich bin bei dir. Wow. Oh. War nicht schlecht. Schiene. Okay, dann sind wir alle mal sehr gespannt. Wir haben 7 cm, das Ding ist 10 cm, das heißt genau. Streichieren wir das einmal. 3. 3. Ich finde das ziemlich gut für euch. Das ist echt doch viel, oder, Freunde? Das ist so viel. Naja. So, kommen wir jetzt zur vorletzten Challenge. Und zwar haben wir hier einen Pinsel, wir haben Farbe, wir haben eine Leinwand und wir müssen diese Leinwand anmalen. Wir dürfen nur einmal in die Farbe gehen und dann müssen wir komplett auf der Leinwand bleiben. Boah. Und dürfen nicht absetzen. Ja? Und wenn wir, auch wenn wir aus Versehen über den Rand gleiten, haben wir die Challenge verloren oder wir dürfen nicht weitermachen. Aber okay, je nachdem, wie das andere Team natürlich... Nein. Hast du gerade fahren? Challenge. Alter! Okay, das war vielleicht gar nicht... Alina. Freunde, ich würde sagen, wir machen das jetzt hier so richtig saftig rein, damit das hier richtig viel aufnimmt auch. So. Ganz wichtig, ich habe gelernt, man muss hier diese Rillen, die benutzt man gerne. Nein, guck mal, die Rillen so, braucht man doch, um abzumachen. Nee, das ist dafür, damit die... So, es geht jetzt los, pass auf! So, guckt ihr das an, Digga, wie Profis. Oh mein Gott. Oh mein Gott. So und nicht anders! Ja, aber weiter, warte. So, ja, hey. Da sind doch so viele weiße Lücken. Hey, sollen wir nicht hier den Kasten? Danke dafür, dass du dich so um unser Teamwohlergehen kümmerst. Ich habe gedacht, Fischerinnen am Boden, sie haben wir das beste Team. Aber so langsam zweifle ich daran. Danke dafür, Moritz, es reicht! Letzte Aufgabe, meine Freunde, und die ist, dass wir ein kreatives Objekt bauen, egal was es ist. Also wir haben keine Vorgabe und wir müssen es am Ende benennen können. Haben nur 1 Minute 30 Zeit und diese ganzen Sachen hier. Hey. Wir fangen einfach mal an, oder? Let's go! Besser als alles, was ich jemals im Kindergarten gemacht habe. Wir haben einen Tischtennisball bekommen. Das ist unfair. Wir hatten keinen Tischtennisball. Nur mal so ein kleiner Moment, wollte ich was dazu sagen. Wieso? Wieso hatten wir keinen Tischtennisball? Wir hätten damit nämlich viel bessere Dinge gemacht. Ich schwöre. Wie nennen wir ihn? Leute. Henry! Oder Leute, habt ihr einen besseren Vorschlag, dann schreibt ihn gerne in die Kommentare. Das der Kommentar mit den meisten Likes gewinnt natürlich. Es ist schon niedlich, was die gemacht haben. Aber also, ja. Das liegt nur am Tischtennisball. Das liegt nur am Tischtennisball, aber ich glaube, ja. Oh, ich bin so stolz auf unseren Sohn, das ist so wunderschön. Daumen vom
Papa, ne? Die Arme hat er von dir, ne? Aber die Beine hat er von der Mama. Freunde, das war's auf jeden Fall schon mit den Challenges. Ich hoffe, wir haben natürlich die Challenges gewonnen. Hier sind nochmal die Punkte eingeblendet. Am Freitag seht ihr dann unser prächtiges Zimmer. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt. Und ich würde sagen, wir sehen uns am Freitag. Tschüss. Ciao, ciao.